Guten Morgen. Tag 2, Stürmehof. Ist das Wetter bewölkt? Soll heute nicht mehr so heiß werden? Wie geht's unseren Fliegen? Unseren Fliegen, unseren Pferden. Ja, weil hier sind total viele Fliegen. So schwarze Kribbelfliegen. Die nerven die Pferde total. Guten Morgen. Guten Morgen. Wasser ist noch da. Wasser ist noch da. Na, Baby, wie geht's? Ja, ich hole euch mal was zum Futtern. TV. Es ist 8 Uhr morgens, ich sitze hier an der Bahn und es geht los mit der T8. Das sehen wir erstens. Und Anna Bauer. Tanken unter 5 Minuten seit der Fahrt überhaupt insgesamt die SG T8. Udo, moin. Eben noch auf dem Pferd. Liebe Zuschauer, das ist Udo Jürgens, wie er leibt und lebt. Eben und jetzt schon hier vor meiner Kamera. Ja, auf jeden Fall. Wie war's? Eine Erfahrung reicher. Ich habe dich gefilmt. Oh, das finde ich gut. Ja. Muss ich nachher mal gucken. Ja, kann ich dir schicken. Ich habe hier vorne gesehen, du warst mit allen Vieren auf dem Grün. Ja. Keinen Richter gesehen. Hat keiner gesehen, aber weil der blöde Trecker da um die Ecke kam. Ich dachte, war ich hier auf dem Grün? Nö, bestimmt nicht, weiter. Genau, richtig. Einfach lächeln und weiter rein. Ja, genau. Aber nicht schlecht, du bist im B-Finale. Oh, das habe ich noch gar nicht gecheckt. Noch keine Zeit gehabt. Doch, so wie es aussieht. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst noch mal reiten. Oh. Gehst du eine Schleife mit nach Hause? Heute Nachmittag, glaube ich. Nach deiner glorreichen Tat. Ja, zur kommentierten Passprüfung. Da bin ich auch gespannt. Vor allen Dingen auf die Kommentare, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, wir versuchen das hier festzuhalten. Also hast du denn gut geschlafen heute nach deinem Zeit? Besser wie gestern. Ja. Hallo, guten Morgen. Wieder da. Zu Hause. Alle Pferde fit, kein Fohlen gekommen. Oh. Schade. Aber. So, dann geht's weiter, du musst gleich reiten. Ja, T7 gleich. Oh. Schauen wir mal. Es regnet. Hört ihr das? Nein, jetzt auch noch Regen. Erst keine Sonne und dann noch Regen. So. Zeit hier unsere Stromversorgung zu zeigen. Also ich habe hier ein Solarpanel. So. Und dann habe ich hier ein Power Oak. Da geht der Strom rein. Ja. Wenn denn die Sonne scheinen würde, scheint aber nicht. Das ist dann ein bisschen doof. So, und jetzt haben wir ungefähr zwei Fünftel haben wir verbraucht. Ich bin mir rot, da kann ich ja meine Bänder dran lassen. So, und der geht dann in den Wohnwagen hier zur Stromversorgung. Ja, ein bisschen improvisiert, aber hat letztes Jahr auf dem Norderheide-Wochenende. Da war allerdings sehr viel Sonne gut gehalten. Und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen haushalten, weil wir müssen eigentlich jetzt nachladen. Und in den Wohnwagen geht jetzt, also das Licht geht, die Spülung geht, die Wasserhähne gehen durch den Strom halt aus dem Power Oak. Ja, so kann man dann das Turnierwochenende, wenn man keinen Stromanschluss hat, so halbwegs mit Strom verbringen, um Handys zu laden, Akkus zu laden und so die Grundfunktion im Wohnwagen sicherzustellen.
Manchmal hat man Glück im Leben und die Sonne strahlt vom Himmel. Dann so ein bisschen gerollt, da hatte ich so ein bisschen Trunk. Ja, Glückwunsch. Ja. Du bist echt ein tolles Pony. Ja, er ist toll. Ja. Er ist super. Du bist der Beste. So, da bist du wahrscheinlich auch im Finale jetzt. Ich glaube auch tatsächlich. Das ist das letzte am Sonntag. Das nehmen wir als Übung noch mit, ne? Ja, klar. Wenn ihr das geduldig aushaltet, klar, mit mir noch Sonntag da zu bleiben. Natürlich. Okay. Er kriegt jetzt erstmal ein bisschen Futter. Na, guck mal hier. Das ist für dich. Kleine Portion. Als nächstes auf dem Programm haben wir ja die T3, lieber Dennis. Was sagst du? Wie fühlst du dich? Ja, gestern war der so angezündet, dass ich überlege, ob ich die Kandare nicht doch wieder nehmen soll, weil der ist so heiß dran, damit kann ich ihn eigentlich besser regulieren. Ja, wenn man damit rechtzeitig nachgibt, dann ist das fürs Pferd ja auch nicht unbedingt unangenehm. Und was sagst du? Ja, genau. Ich sehe das ja auch immer. Also ich sehe Kandare ja persönlich so ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Ich reite nicht auf Kandare. Aber wenn man sie natürlich zu bedienen weiß und leicht ist, ne, und nicht so viel Zug. Ich sehe das mittlerweile auch kritisch. Gibt ja auch ein Wort dafür, habe ich bei Easy Bless gelesen. Schöne Grüße an Henning Draht im Übrigen. Ja, Grüße, gehen raus. Die isländische Kneifzange wird es auch genannt. Also genau. Man kann damit natürlich schon viel Schaden anrichten. Aber wir probieren das mal. Genau, andererseits ist eine T3 natürlich auch so, dass da ja, durchaus öfter mal mit Kandare geritten wird. Und ich glaube, du machst es auch gut. Zumindest machst du es zu Hause gut. Und deswegen wirst du es jetzt ja wahrscheinlich in der Prüfung auch gut machen. Ja, auf Turnier sagen, sollte, man das mal. Sollte man sanfter reiten als zu Hause. Trick 17, genau. Nee. Ja. Ja. Genau, Freunde prinzipiell an der Durchlässigkeit und Rittigkeit arbeiten und dann kann die Kandare natürlich für den Feinschliff benutzt werden. So, wir probieren das. Aber ja. Ich hatte seit dem Wittcup habe ich ihn nicht mehr mit Kandare geritten. Ja, mal gucken. Wir können sie ja dann mitnehmen. Also wir können ja eine Trense mitnehmen und dann auf dem Abreiteplatz zur Not tauschen. Wir machen ganz in Ruhe. Wir reiten vielleicht ein bisschen länger ab. Was sagst du? Ich weiß es nicht. Ja. Ich würde ein bisschen länger abreiten. Ja, ja. Und ich bin ja gerade hier, man sieht es vielleicht, nee, man sieht es von hier nicht, da stehen zu viele Sachen, aber hier rundherum, es ist ja ein wunderschönes Ausreitgelände, man kann total toll auf diesen Feldwegen abreiten. Hi Jacqueline. Jacqueline gibt meinem Pferd was zu trinken aus der Flasche. das kann man total gut machen, das habe ich gerade auch gemacht. Dann bist du entspannt, hast einen Ausritt gemacht, ist das Pferd bei dir, hat mal durchgeatmet, weil dieser Abreiteplatz ist immer so eine Abreiteplatzsituation. Generell, mich stresst es auch. Ja, das Pferd auch, der war gestern voll gestresst. Und Leute, schreibt das jetzt mal in die Kommentare. Ist das bei euch auch so, dass ihr sagt, hey, mit Gebiss, welches nehme ich jetzt? Und dass ihr Stress auf dem Abreiteplatz habt und vor allen Dingen, dass ihr euch fragt, wann soll ich abreiten gehen? Denn das sind die Sachen, die ich... War das früher auch so bei mir? Ja, war auch so bei mir. Keine Ahnung, die Fragen des Lebens. Also schreibt das mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so genau. Wie viel Gewicht an die Füße? Wann abreiten? Welche Zäumung? Und Fragen, wie reite ich die Gänge vernünftig? Das ist ein Pferdesport. Genau. Wie schnell reite ich zum Beispiel dann auch, ne? Ja. In welcher Gangart? Ich würde so gerne langsamer reiten. Ja, in der T3 muss der auch langsamer reiten. Genau. Da hat er so seine Probleme mit. Aber genau, auch die Geschwindigkeiten der Gangarten, damit das Pferd am schönsten läuft. Aber ich habe ja dich, Linda. Ja, wir versuchen das jetzt gleich mal ganz entspannt zu machen. Wir atmen. Vielleicht sollten wir ein bisschen Yoga machen. Mach das nochmal. Sag ihm, dass er ein Toller ist. Das musst du ihm immer sagen, ganz oft. Mache ich auch so, es funktioniert. Ja.
Ja. Ja, also, der Tag geht zu Ende und wir haben ganz viel gefilmt und wir haben, glaube ich, irgendwie im falschen Modus gefilmt und deswegen ganz viel Zeitlupenbilder, wo wir eigentlich richtige Bilder haben wollten. Genau, ich bin heute Morgen die SCT7 geritten und bin irgendwie so ein bisschen reingegangen, ohne irgendwas zu erwarten, weil ich irgendwie nicht so der Tölsch-Prüfungs-Fan bin. Immer das Gefühl habe, das geht so schnell vorbei und ich habe gar keine Zeit, mich da einzufinden. Aber heute habe ich es tatsächlich geschafft, besonders im Langsamen, das zu zeigen, was wir eigentlich so ansatzweise können. War ganz cool. Ich bin aktiv geritten, war ganz zufrieden mit ihm. Und dann bin ich im Endeffekt im A-Finale, ich glaube auf dem 4. oder so, keine Ahnung, gelandet und mit 5,77, was ziemlich gut war und bisher unsere, wir sind ja auch erst unser zweites Turnier gestartet, aber das war jetzt auf jeden Fall besser als letztes Wochenende und ich bin ganz zufrieden und ich reite noch das A-Finale morgen. Ja, dann kam ich mit der Tölt-Prüfung, mit der T3 und die war wesentlich besser als gestern die Viergang-Prüfung und ich habe gute Noten gekriegt, ich bin zwar nicht im A-Finale, aber ich bin total zufrieden, weil es war ein ganz anderer Ritt, ich habe die Kandare genommen, da ist er wesentlich durchlässiger mit und ich kann wesentlich irgendwie feiner agieren, obwohl man das ja anders eigentlich sagt. Also da waren wir, das war total ein guter Ritt, ich war da total happy und dann kam Fünfgang mit der Jacqueline. Ja, also das war eigentlich auch ganz gut, leider ist mir im Galopp einmal rausgefallen, aber dafür war Pass diesmal sehr, sehr gut. Also insgesamt nach 45 bin ich sehr zufrieden. Und im A-Finale bin ich, ja. Sogar auf dem 3. Platz. Gut, und dann kam die kommentierte Passprüfung, die Jacqueline gewonnen hat. Zweiter Platz. Geworden. Ich bin Dritter geworden und mir hat die Chefrichterin irgendwie versucht, meinen Passstil umzugewöhnen, umzupolen. Ich habe ja meine eigene Art Pass zu reiten, die ich von den Isländern gelernt habe. Und jetzt sollte ich auf einmal die Hände runternehmen. Bin dann Dritter geworden. Ja, und dann und während der Prüfung hat die Chefrichterin durchgesagt, ich wäre ins A-Finale im Viergang, ins B-Finale im Viergang nachgerutscht. Sorry, B-Finale natürlich. Und ich dachte, ob ich das reiten wollte. Und dann habe ich mich gefragt, was für eine Frage. Ja, klar. Und dann bin ich jetzt das erste Mal nach jetzt diesen 30 Jahren, wo ich nicht geritten bin, im Finale geritten. Und es war ein fantastisches Gefühl, auch wenn es nur das B-Finale ist. Finale reiten macht einfach richtig, richtig Spaß. Ja. Und dann kam die Spaßprüfung. Das war richtig cool. Genau, und die seht ihr jetzt, wir haben am Triathlon teilgenommen. Wir nehmen an dem Triathlon teil. Linda läuft, Jacqueline fährt mit dem Fahrrad. Und ich und Demir, wir beide dürfen nochmal starkes Tempo tölten. Ja. Udo, herzlichen Glückwunsch! Es gibt nur ein Udo Jürgens! Es gibt nur ein Udo Jürgens! Was für eine Ehre! Dankeschön! Die Schleifen sind voll schön! Ja, hübsch! So, und ihr startet gleich durch. Ja, wir starten gleich durch, ja? Ich bin voll aufgeregt! Man muss sagen, sie hat angenehmes Temperament. Die läuft zack klar. Wer jetzt? Ich. Und ziemlich schnell. Das ist gut, glaube ich. So, und dann haben wir hier einen Triathlon. Es wird eine Person für euch laufen, eine Person fährt Rad und eine Reiterin oder Reiterin. Andere bereit? Auf die Plätze. Fertig. Und los. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Das erinnert mich an meine alten Tage.
im Krieg. Zum Ende verteidigen können mit einer phänomenalen Laufzeit von 129,5 Sekunden die Gruppe um Dennis Wittus. Herzlichen Glückwunsch! Ja, das ist super! Sehr schön, Applaus für alle Athleten! Endlich gibt es auch mal was zu gewinnen. Genau. Ja, und? Man kann auch mal was gewinnen. Eine goldene Schleife hier. Ich werde einfach sagen, hier ist unser T1. Ponyhof TV.